Hallo und herzlich willkommen zurück zum Konrad-Kalender 2014 Experimente. Ich bin Nevis und wir fangen direkt an mit dem Tag 11. Wir nähern uns damit dem Berggipfelfest der Kalendersache. Naja, schauen wir einfach mal. Wir öffnen direkt das 11. Fach. Die 11 war irgendwo oben, genau da. Und zum Vorschein kommt eine LED, eine gelbe LED. So. Schauen wir mal, was Konrad von uns will. Wir bauen einen Wechselblinker. Echt jetzt, Konrad? Wirklich? Als hätten wir diese Schaltung noch nicht gehabt, handelt es sich hierbei um einen Wechselblinker, den wir auf der am Tag 9, glaube ich, Farbumschalter genannt haben. Hier wird, so wie ich das sehe, die blinkende LED wieder einmal dafür sorgen, dass in dem Fall zwei LEDs pro blinkende Reihe an- und ausgehen. Sehen wir auch direkt hier an der Skizze. Ich zeige euch mal die vom 9. Tag. Der Farbumschalter ist genau das gleiche, nur dass eine LED in jeder Reihe ist. Und hier sind zwei LEDs in Reihe geschaltet. Na gut, schade. Nicht so richtig motiviert bin ich da jetzt gerade. Wir fangen es einfach mal an und machen das, was wir die letzten Male auch so gemacht haben. Der Schalter kann weg. Wir brauchen die Brücke leider doch wieder gerade. So und so. Dann benötigen wir eine Brücke hier. Na gut, ich mache jetzt erstmal das hier. Eine 1 Kiloohm, einen 1 Kiloohm Widerstand. Dann sollen wir beide rote nehmen. Dabei ist der Unterschied zu beachten zwischen der roten, die blinkt, und der roten, die nicht blinkt. Den kann man erkennen, zumindest wenn man nicht gerade durch die Kamera gehandicapt ist. In diesem Fall ist hier drinnen ein schwarzer Punkt zu sehen, dort nicht. Das ist die mit dem Chip integriert. Das ist die ohne den Schaltkreis. So. Die mit Schaltkreis soll in der richtigen Polung natürlich hierhin. Die ohne den Schaltkreis soll in der richtigen Polung natürlich hierhin. Das ist jetzt blöd, ich müsste zwei Kabel abtrennen, das mache ich jetzt nicht. Ich biege die Beine ein bisschen auseinander und mache beide dann in die gleiche Reihe. Machen wir so. Und von dem geht ein Bein in die Reihe von der anderen LED. Dadurch fließt halt auch der Strom hoch. So. Muss man ein bisschen vorsichtig machen, wir wollen es ja nicht abbrechen. So. Gleichzeitig muss aus der Reihe hier, wo der Widerstand ist, die Brücke rausgeholt werden für die andere Seite. Da sollen wir den grünen und den gelben verbauen. Hier ist die gelbe LED, für die gilt das gleiche wie für alle anderen LEDs auch. Kurzes Bein ist in dem Fall der Minuspol. Gleichzeitig ist hier auch abgeflacht. Diese Regeln gelten für alle LEDs. So. Na. Vorsichtig sein mit den Beinen, wir wollen sie nicht abbrechen. Aber ich habe, wie gesagt, keine Lust, jetzt da Brücken rauszuschneiden für so ein banales Experiment. Das ist der Farbumschalter. Nee, der Wechselblinker. Was mich verwundert, ist, dass die LEDs teilweise gar nicht richtig an- und ausgehen. So wie es sonst eigentlich war. Die grüne bleibt hier teilweise, die grüne bleibt leuchten, die roten leuchten auch permanent durch, genauso wie die gelbe. Sie verändern nur ihre Intensität natürlich.
Ich werde jetzt einfach mal so für mich als Experiment und auch für euch einen stärkeren Widerstand nehmen und gucken, ob wir das nicht hinkriegen, dass die richtig ausgehen. Wir nehmen mal den 3,3 Kilo Ohm Widerstand. Huch, warum will der da nicht rein? So. Nee, reicht auch noch nicht, um den richtig auszumachen. Probieren wir es mal mit dem 10 Kilo Ohm Widerstand. Interessant. Vielleicht seht ihr das, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt so, sowohl die gelbe als auch die rote gehen nie richtig aus, das bleibt. Aber die grüne ist wieder komplett aus, weil sie wahrscheinlich den meisten Strom braucht, um überhaupt zu leuchten. Dann aber sehr energieeffizient sein soll. Daran müssen wir an der Stelle immer denken. Gut, soll mir reichen für diesen Tag. Obwohl ich vielleicht noch so eine kleine Experimentalidee für uns habe. Die möchte ich mal als Goodie dazugeben. Wir wissen, das hier ist negativ. Hier ist positiver Strom. Ich setze einfach mal den Elektrolytkondensator dazwischen. Wir gucken mal, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Und wie ihr seht, hat das Auswirkungen. Sowohl die Blinkrate hat sich ein wenig verändert, als auch die Art und Weise, wie diese hier an- und ausgehen. Die hier gehen schlagartig an und die hier laden sich langsam auf. Liegt an dem Kondensator. Ja, finde ich gar nicht so uninteressant. Das war mal ein kleines Zusatzexperiment von mir. Und damit endet für mich der Tag 11. Morgen geht es weiter mit dem Berggipfelfest, so ihr wollt. Lasst mir bitte einen Link, ein Like da natürlich. Dann bis morgen, euer Nevis.